Ja, aber Digga, ohne Scheiß, dein Video, wo du den M3 abgeholt hast, ne? Der wurde selbst hier, ich bin jetzt gerade beim Kollegen in Koblenz, gestern YouTube angemacht. Einfach unter empfohlen steht einfach dein Video. Was ist denn jetzt los, ey? Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Das Auto ist ein bisschen lauter. Ein schön alter Sprinter, in dem wir uns gerade befinden. Ja, wir sind auf dem Weg zu meinem Kollegen, dem BMW-Spezialisten, von dem ich erzählt hatte. Und ja, der hat den BMW durchgecheckt und ja, sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich selber auch nicht gedacht hätte. Also es ist ein bisschen mehr, ja, um die Luft gleich so ein bisschen rauszunehmen. Es ist nicht ein kompletter Fehlkauf, aber was will man erwarten? Es ist natürlich ein bisschen was dran zu machen. Was genau, werden wir gleich sehen. Er hat schon gesagt, dass wir ihn mal eben in der Halle nehmen können, dass ich das auch noch mal einmal eben angucken kann. Und nicht nur deswegen, sondern wir wollten auch noch mal eben besprechen, wie es ist jetzt mit Teile bestellen und sowas, was wir auf jeden Fall jetzt machen, was vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, also Kleinigkeiten. Wie gesagt, er hat ihn von A bis Z komplett durchgecheckt. Und genau, da reden wir gleich einmal drüber, was alles so passieren wird und was alles kaputt ist. Und ja, mal schauen, was er gleich so zu erzählen hat. Seid gespannt. Und bis gleich. Ja, der ist einem seinem Leben gar nicht so wichtig gewesen. Da. Warte. Ist aus Gewebe, ne? Film nochmal hier. Also. Ist halt krumm, ne? Okay. Ja, weil von der Scheibe her. Ja, gut, hat einen Grat drin, ne? Ja. Aber da hinten ist noch gut, sagst du, ne? Ja, also hinten würde ich so lassen. Oh. Da soll noch mehr liegen? Ja, da oben drinnen. Hier oben? Ja, viel mal höher. Ach, da. Das ist wie beim Motorrad quasi, ne? Wenn man so eine Tour macht, dass man, wenn man mal was hat. Ich dachte, das zeigt euch aber jetzt. Mal da oben rechts. Siehst du den? Ja. Da liegt noch. Da liegt packst du den mit raus dann? Oder? Ja, den lasse ich drinnen. Ja? Falls du mal was hast auf der Autobahn. Ja, genau. Falls du mal irgendwie mal das Kennzeichen abschrauben musst oder so, ne? Ist es, auch wenn es nicht in der Norm ist für die Autos, ja, finde ich noch voll im Rahmen. Ist das irgendwie drauf oder ist meine Lampe zu hell? Ja, hier links sieht man das auch, so leichter Rostansatz. Ja, aber gut, das ist ja alles noch im Rahmen, ne? Andere Autos, die aus dem Bau hier sind, die sind schon halt weggegangen. Jetzt mal Real Talk, ne? Das ist original Carbon. Das wusste ich auch noch nicht. Crazy. So Leute, nicht wundern, dass ich da nicht wirklich gelabert habe, nur so ein bisschen. Wir waren dazu, standen da zu fünft. Oder zu fünft, glaube ich. Ja, haben halt übers Auto geschnackt und alles. Und da wollte ich nicht unbedingt jetzt filmen. Beziehungsweise die halt dazu ausfragen. Ja, das Fazit sage ich euch trotzdem auf jeden Fall. Wo fangen wir an? Also, der hat Undichtigkeiten an der Ventildeckeldichtung und leicht an der Ölwanne. Die hintere rechte Felge ist geschweißt. Ja. Also die war schon mal undicht. Dann haben wir vorne rechts einen aufgeschlitzten Reifen. Wir haben die Vakuumpumpe, die defekt ist, weswegen der bei der Rückfahrt in den Notdorf gegangen ist. Seitdem, ich hatte es nochmal, ich habe meinen Kollegen öfter mal damit fahren lassen. Der Fehler ging nicht wieder an, ist klar. Dann, wenn er angehen soll, dann passiert es natürlich nicht. Und wenn es nicht sein soll, dann kommt er, wie es halt immer so ist. Der Ölkühler hat leicht einen weg, ist aber nur minimal. Also es gibt Sachen, die wir natürlich auf jeden Fall lassen, was zum Verschleiß in unseren Augen dazugehört und noch nicht direkt muss. Stoßdämpfer sind feucht, Difflager, Tonnenlager kommen langsam.
Die Bremse vorne samt Zugstreben wird neu gemacht. Ja, ist ein gängiges Ding allgemein bei BMW. Und ja, ist natürlich nicht ganz so günstig, sag ich mal. Aber ja, was sein muss, muss sein. Haben wir noch was? Die Hardyscheibe, die wird auch auf jeden Fall gemacht. Das merkt man so ein bisschen, dass da schon Spiel drin ist. Und das sollte natürlich auf jeden Fall gemacht werden. Und ja, die Sensoren in den Rädern, warum die Kontrollleuchte an ist, die fehlen komplett. Was noch ist, eine Kleinigkeit, sind die Wagenheberaufnahmen, die fehlen vorne. Ist ein gängiges Ding, war bei dir ja auch. Ja. Die, wenn du da einmal ein bisschen aufsetzt oder was auch immer, dann fliegen dir die Dinger raus, die sind nur reingesteckt. Ich glaube, das war's. Dann wird noch ein Service gemacht. Und dann sind wir so bei 4.000 bis 6.000 Euro. Mit den Felgen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann läuft das Ding hoffentlich. Dann muss noch eine Vollabnahme unter TÜV gemacht werden und dann ist das Ding durch. Ja, ich hoffe, dass es damit getan ist. Aber es hört sich jetzt erstmal krass an und es ist natürlich auch gut was an Geld, was da jetzt natürlich noch reingeht. Aber klar, wenn man sich ein Auto kauft zum erschwinglichen Preis, was will man erwarten? Damit habe ich auf jeden Fall gerechnet. Gut, mit ein, zwei Sachen vielleicht nicht, aber dafür habe ich auch andere Sachen gedacht, die auf jeden Fall schlimmer sein können. Von dem her bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Und wie gesagt, es soll ja auch zum Selberfahren sein. Ich stecke da Liebe rein, da geht ein frischer Service drauf, das Checkup wird gepflegt, alles drum und dran. Alles, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ist klar, wird es auch. Und ja, ich würde in dem Sinne erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist so ein kleines Fazit zu dem Auto. Natürlich mehr Gelaber, als was man nachher wirklich gesehen hat, aber da sieht man nicht viel. Das, was man wirklich eigentlich sieht, habe ich euch gezeigt. So ein bisschen poröse Lager und sowas. Was soll man da filmen? Ne? Von dem her würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen weitergebracht. Ich konnte euch so ein bisschen Einblick geben zu dem jetzigen Standpunkt von dem Wagen. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.